bin da gerade in den schönen Wildwalden unterwegs und sammle ein paar Drohnenaufnahmen für euch. Weil da ist teilweise das Wasser wie karibisch türkis. Und in Kombination, wie ihr eh gerade sehen könnt, mit den Bergen, das ist einfach geil. Zum Fahren, es schaut nicht meistens so aus, dass es so kaputt ist, es ist viel Asphalt, wirklich gut. War geil, wir tun Flingfischen. Aber stellenweise ist halt dann doch wieder schlechter. Für mein Gefühl ist hier die Gegend in den Wildalpen das am ehesten, was noch an Sardinien rankommt. Von wegen der Möglichkeit, dass du in den Flow kommst. Das ist nicht so eng wie die kalte Kugel. Und es ist auch nicht so weitläufig wie die Anfahrt beim Annaberg zum Beispiel. Sondern es ist so ein bisschen so zwischendrin. Ein paar Überraschungskurven gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr berechenbar. Ja, da ist der Asphalt halt wirklich schlecht. Oh, ich komme so gern hierher. Aufstehen. Ja, das Stückel, da haben sie neu gemacht. Das ist letztes Jahr komplett nur Schotter gewesen. Da bist du halt dahinter geschlichen. So wie gerade noch. Jetzt gerade in der Todeszone. Hat es noch einmal aufgestellt, weil er mich gesehen hat, aber sofort wieder reingelegt und ist eh schon wieder über der weißen Linie gewesen. Das heißt, er hat voll einer geschnitten. Jeglicher Bus oder LKW kommt ihm nicht gut. Wenn man ständig stehen bleibt, um mit der Drohne Videos zu machen, kommt man irgendwie dann halt nicht in den Flow rein. Und das dauert dann halt ein bisschen wieder. Oh, das schaut auch geil aus hier. Ich merke schon, ich brauche ein paar Minuten so wirklich, um komplett wieder reinzukommen, was wahrscheinlich auch nicht so schadet, damit die Reifen auch ein bisschen warm werden. Saugt mir die winddichte Kombi komplett an. Ich hätte gedacht, dass heute vielleicht auch noch schlechter ist. Aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Wir haben 23 Grad und einen strahlenden Sonnenschein. Dass die Stelle da im Schatten liegt, sonst würde ich da ein Video machen. Die haben wir ja ein zweites Motorrad gekauft, Honda CBR 600 RR. Und ich merke, dass mir das wirklich hilft beim Dazulernen. Also quasi, wenn du immer das gleiche Motorrad fährst, hast du irgendwo einen Punkt erreicht, wo du nicht weiterkommst. Und mit der CBR ist teilweise neu lernen, aber auch verbessern. Oh ja, und ich glaube, hier bleibe ich jetzt dann wo stehen. Weil das schaut nur gut aus da hinten. Der lässt der Freundin allein nicht.
Na, mehr hätte er sich nicht lehnen können mit der Harley. Der geht aber voll aufs Ganze. Und was ist mit dir los? Geh um. Ist auch nicht, dass er enge Kurven ist oder was? Passt, da bleiben wir. Meld mich wieder, wenn ich um bin. Bei der Tankstelle gesehen. Er schaut wirklich geil aus. Von der Seite habe ich mich komplett geirrt gehabt. Ich habe gedacht, das ist ein Mustang, wie ich ihn tanken gesehen habe. Aber es ist ein Corvette Stingray, wenn ich mich nicht irre. Tschüss. Du bitte nicht. Hast du gesehen, wie er zum Schwanzeln angefangen hat, weil er das Gefühl gehabt hat, er muss eine lenken. Auf der anderen Seite ist der Scheiße, da kommt der Motorrad. Dann hat er sich wieder gedacht, Scheiße, ich muss eine lenken. Das ist, wenn du über deinen Skills fährst. Kennen wir ja alle. Schauen wir, ob ich auf jetzt besser bin bei den Kurven da. Die waren ja abwärts komplett eine Chance. Definitiv besser. Der mir entgegengekommen ist, dann zwei rausgetragen. Irgendwie haut das nicht gescheit hin.
deswegen 50. Warum sie es dann in beide Richtungen machen, verstehe ich auch nicht. Hoffentlich hat er mich schon gesehen. Ah, okay, ist kein Wasser.